Auch wenn es nur ein kleiner war. Aber es ist ein Drache gestorben. Ich glaube, das gehörte zu den bekannten Orten, ne? Nee. Kann ich eigentlich auf die Karte hier... Ach, guck mal hier. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist denn die Gila? Das ist ein Schiff, oder? Todesfeuerhändler, genau. Da ist vor Todeslicht, da ist Stauholz. Und hier oben ist Negetaka, alles klar. Und hier unten ist die Botenwacht. Aber die Botenwacht, da werden wir jetzt lange Zeit vermutlich nicht hingehen. Denn ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine sehr hochstufige Sache mit dem DLC. Knochen brechen unter deinen Füßen, verstreut im Sand liegen Skelette, die halb bedeckt von Sandverwehungen oder ausgebleicht in der prallen Sonne liegen. An ihren Körpern hängen noch Fetzen ihrer Kleidung und ihre Arme umklammern ihre Taschen. Lindwürmer kreisen wie Aasgeier über dir. Du spürst ein Zupfen am Bein. Mutter Scharffelsen klammert sich an deine Stiefel, starrt zu den Dünen und blickt dann zu dir hoch. Ihre Augen sind voller Angst weit aufgerissen. Sie fürchtet diesen Ort. Wir müssen wissen, wer das hier gewesen ist. Du gehst zum nächsten Skelett und nimmst die Tasche von den Überresten. Als du das Skelett störst, erheben sich mehrere Sandfäulen mit einem heftigen Windstoß und kommen direkt auf dich zu. Dammig. Kill them all. Wüstenlindwurm und Sandfäule. Oh, 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 oh. Geringe Sandfäule, geringe Sandfäule. Alles klar. Könnte interessant werden. Könnte interessant werden. Ich glaube, mit Lucius müssen wir die Sandfäule da oben. Nö. Nein! Ich Idiot! Okay. Jetzt weiß ich wenigstens, dass ich dieses Schwert auf einen Feind einsetzen sollte und nicht auf... Ich bin so doof. Ich hab gedacht, ich müsste auswählen, mit wem ich quasi das Schwert teilen möchte. Dann habe ich das beim letzten Kampf auch falsch gemacht. Ich bin so doof. Na gut. Eda kann das vertragen, wenn wir ihn ab und zu mal vor dem Kampf... Das war jetzt auch nur ein kameradschaftliches quasi auf die Schulter klopfen. Und deswegen... Überhaupt kein Problem, der Aether versteht das. Der Aether versteht das. Flups. So viel dazu. Was haben wir denn hier? Pyrit, Urfels, Schlacke und Urfels. Jetzt haben wir aber nicht rausgefunden, was mit den Skeletten hier ist und was das für Skelette gewesen sind. Urwind? Urwind ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das war irgendeine besondere Zutat zum Verzaubern. Und eine Pistole. Aber ansonsten glaube ich nischt von... Oh, was haben wir denn hier? Ein Dolch und Gold. Bei denen nichts und hier auch nischt. Nee. Sonst leider nichts mehr. Was ist denn hier noch? Das ist aber glaube ich nur so eine ganz normale Zufallsbegegnungskarte. Wie wir sie schon mal gesehen haben. So, und damit ist aber jetzt der Weg zum alten Turm hier. Die Turmruine. Dieser Teil einer eingestürzten Festung steht immer noch wie ein Mahnmal an den Untergang und lockt Plünderer an. Ja, ein schmaler hölzerner Turm steht vor dir. Über der Tür an seinem Fuß hängt ein geschnitztes und gemaltes Wandbild von Amira und Ngati. Eine der wichtigsten Gottheiten im traditionellen Pantheon der Huana. Amira ist eine Vogelgöttin, die Welt aus einem Ei ausgebrütet hat. Ylea, okay. Ngati ist eine verschlagene Göttin der Huana mit einem menschlichen Körper und dem Kopf eines Seeteufels. Man sagt, sie führe Seefahrer nach Lust und Laune entweder ins Verderben oder daraus heraus. Häufig verehrt man sie als Ondra. Das heißt, zwei Statuen von Ylea und Ondra. Ja, die beiden sind gerade in einen wilden Kampf verwickelt. Der Turm neigt sich stark zur Seite und steht kurz davor, umzukippen.
absuchen. Du verbringst einige Stunden damit, den Turm zu durchsuchen und findest eine Handvoll gewöhnlicher Edelsteine. Achat. Weiter. Und findest eine Truhe voller Münzen. Auch gut. Weiter. Und findest eine Sammlung seltener Tränke. Trank des Geisterschildes. Weitersuchen. Zauberbuch der Störung. Weitersuchen. Münzen. Du hast jeden Zentimeter des Turms durchsucht. Es gibt nichts mehr zu holen. Na gut, dann bin ich zufrieden. Haben wir jetzt eigentlich immer noch die Saurib-Dame, die sich uns... die mit uns kommt? Oder ist die irgendwie... läuft die uns jetzt einfach hinterher? Kann ich da nichts mehr machen? Die kommt jetzt wahrscheinlich einfach echt hinterher. Oder bleibt die auf dem Schiff? Könnte auch sein. Hier ist die Insel Drachentod. Passt ja auch zu den Xaurips hier. Und zu den Leichen, die hier überall rumliegen. So! Ist eigentlich mittlerweile unsere... ist sie wieder... nee, sie braucht noch einen weiteren Tag. Dann ist sie wieder genesen. Dann können wir sie wieder zu... Mutter Schaffelsen, hey! Mutter Schaffelsen ist eine Matrosin. Ja, warum nicht? Das gefällt mir super. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Eine Xaurib-Dame als Matrose mit dabei zu haben. Es kann nie falsch sein. Es kann nie falsch sein. Wer weiß, wann man sie nochmal brauchen kann. Jo, ich pack das mal hier gerade wieder alles zusammen. Tintenfisch eklig. So. Jetzt aber. Karatapu-Kanal. Ich würde gerne diese Insel gerade noch umrunden, damit wir wissen, was an den Außenbezirken der Insel eventuell noch zu finden ist. Wir haben noch genug Essen, Wasser und alles ist noch da. Du wirst verfolgt. Details ansehen. Du bist jetzt Stufe 5, Paladin, düsterer Schreiter, Stufe 3, Barbar, Bettler, Wifrut. Ist kein erfahrener Kämpfer. Die Versenker, Dau, Dürrwälder Schaluppe. 50, 20, 32, 16, 9, 4. Puh. Entern. Entern. Ich glaube, wenn wir uns Details ansehen... Principi. Wieso Principi? Vize-Steuermann. Ich glaube, wir sind besser... ich glaube, wir sind besser, wenn wir einfach entern. Dann soll er halt seinen Kampf haben, wenn er mit uns kämpfen will, unbedingt. Wahrscheinlich geht das jetzt drastisch schief. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. No prisoners. Wir haben alle Leute mit... ja gut, wir haben alle Leute dabei. Das bedeutet... Uiuiuiui, da haben sie aber ganz schön auf den Eder eingehackt hier. Wer ist denn der Anführer von denen? Principi, 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 Principi. Da oben ist Hema. Principi. Oh nein, die werden doch nicht sterben, wenn die jetzt hier. Oh oh, das könnte natürlich sein. Principi Seemann, Principi Kämpfer. Bettler, da ist er. Der Bettler ist tot. Nichtsdestotrotz haben die hier eine unglaublich unschöne. Ta-d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 a. We won't show him the wind feather yet. Oh oh, Erlauf hat's erwischt. Aber wir kriegen den Kampf trotzdem hin. Wir kriegen ihn trotzdem hin, wir sind im Vorteil. Wir sind noch im Vorteil. Davon kann ich keine mehr verwenden. Everything hurts, Savvy.
Das kriegen wir hin. So, den letzten Seemann auch umgebracht. Sehr gut. Puh, da haben wir uns unseres ersten Enterversuchs, Seemannserfahrung, unseres ersten Enterversuchs erwehrt. Moral erlangt 10, die Mannschaft hat 330 Erfahrungen erhalten. Eine Seemannserfahrung und Lucius hat einen Rang erhalten. Münzen mit der Mannschaft teilen. Sollten wir machen. So, plus 2 Moral, denn die haben ja... Oh, wir haben eine Dürrwälder Schnauze bekommen, aber ansonsten nur Blödsinn. Farben der... Ja, wie schwer kann es denn sein, so eine Flagge von denen zu ergattern, ne? Du hast nicht alle Gegenstände aus dieser Begegnung an dich genommen, die zurücklassen. Gegenstände gehen verloren, trotzdem verlassen. Moment, was ist mit den Kanonenkugeln? Kann ich die nicht mitnehmen? Wahrscheinlich sind wir schon voll mit Kanonenkugeln, deswegen... Alles klar. Aber trotzdem hat es wahrscheinlich unsere Seeleute jetzt doch ziemlich angekratzt, wenn ich das richtig sehe, weil die waren ja alle niedergeschlagen von unseren Leuten. Deswegen ist es gut, wenn man ein volles Deck hat. Letzte Mannschaft? Nee. Letzte Mannschaft? Das ist eigentlich die Beziehung, guck mal hier, Eda und Xoti. Die Beziehung zwischen den beiden, auch Erlof und Xoti so ein bisschen. Ja, und bei uns mit Eda verstehen wir uns jetzt auch schon deutlich besser. Ich wollte mir das Schiff angucken. Ist es niemand verletzt, oder? Doch, sie ist noch verletzt. Aber der Kampf selber hat jetzt nichts. Ja, okay. Alles klar. Wir können doch hier jetzt die Dürrwälder Schnauze. Denn hier auf der linken Seite auf Backbord hatten wir bisher überhaupt keine Kanonen. Jetzt aber zumindest eine. Uiuiuiui. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass wir den Kampf gewinnen. Das sah zwischenzeitlich doch anders aus. Bakara Riff. 500 Erfahrungspunkte. Hier kann man Sachen erdenken. Oh, nicht. Nein, oh Gott, was tue ich nur? Was tue ich nur? Ich werde niemals nach Negetaka kommen. Niemals. Oh, was ist das? Ein Wunder. Ich sollte vielleicht zwischenzeitlich mal speichern, oder? Was genau ist... Tahei? Salzwasserimp. Alright. Oh. Looks like gar schreckliches. Kill them all. Ja, looks like trouble. Das definitiv. Da bin ich überzeugt. Tan. Ich muss ganz dringend bei Zeiten mal rasten. Das wäre eine gute Idee. Glockenschlag. Ja. Ja, den haben wir klein gekriegt. Sehr gut. Aber die Frage ist, warum? Träne der heiligen Makavo. Memoiren des Märtyrers. Das kleine Fläschchen, das an dieser Halskette hängt, soll angeblich die Tränen aufgefangen haben, die der Märtyrer Sankt Makavo im Augenblick seines Todes vergossen hat. Plus 1 Rüstungswert gegen Zauberer gewährt Erinnerung des Märtyrers. Der Wirker wird für kurze Zeit versteinert und unangreifbar. Oh ja, warum nicht? Warum nicht? Trollhaut. Das war ein Troll? Ring der Überwachung. Geringe Überwachung? Kommt ihr aus China? Was? Nein, habe ich jetzt nicht gesagt. Aber warum? Müssen wir uns gleich mal angucken, was das Besonderes macht. War hier ein Dämon unterwegs? Also ein... Wenn wir eine Trollhaut bekommen haben, war das ein Troll? Gegen Trolle sollte man immer vorgehen.
gibt es gar keinen Grund zu sagen nein. Hier ist aber sonst nichts mehr, was wir irgendwie mitnehmen oder entdecken oder tun oder machen könnten. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Trotzdem schön. Wir sollten uns ausruhen, damit ich wieder ermächtigen kann unsere Fähigkeiten. Ja. Ich bin zufrieden mit dem Schwierigkeitsgrad. Aber es hat den Weg versperrt, nämlich hier unten hin. Das heißt, hier ist noch irgendwas ganz Besonderes. Nämlich nichts mehr. Super. Aber das Teotara-Wunder würde ich mir jetzt trotzdem gerne noch ansehen, was auch immer das ist. Und da bezahnte Straße. Das Meer hier ist so ausgedehnt und so glatt wie türkisfarbenes Glas. Hema springt rauf und runter, schreit und zeigt nach Backbord und auf die bleiche Adra-Säule, die aus der Wasseroberfläche emporragt. Beodul zieht dich näher heran. Ein Großteil des Steins ist mit Korallen besetzt, aber die sichtbaren Teile befinden sich oberhalb des Wassers in langen, sich windenden Spiralen. Adra wächst normalerweise in großen Säulen, aber diese Formation sieht fast aus wie sieben Tentakeln eines schrecklichen Seeungeheuers, das nach dem Himmel greift. Chitupek pfeift leise. So alt müssen die Engvitaner gewesen sein. Moral plus 5. Alt Engrim spöttelt. Selbst die hätten das nicht tun können. Das ist Ondras langsame, stetige Arbeit. Auch bei Nacht schimmert der Adra, erleuchtet von innen heraus und wirft ein geisterhaftes Licht über die Oberfläche des Meeres. Man kann nur schwer feststellen, ob die seltsamen Konturen des Adra durch die langsame Abnutzung durch das Meer entstanden sind oder ob sie davon verdreht wurden. Und irgendetwas an dieser Unklarheit sorgt dafür, dass diese Vision noch außergewöhnlicher wirkt. Der Rest der Mannschaft beginnt nun auch zu reden. Sie diskutieren mit leiser, ehrfürchtiger Stimme die Bedeutung des Wunders und seinen Ursprung. Ja, was ist denn das? Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, woher es kommt. Genießt es so, wie es ist. Chitupek nickt, während Alt Engrim ein leises Gebet murmelt. Die restliche Mannschaft nickt und kehrt an ihre Aufgaben zurück. Seraphen streicht sich durch den Bart ein leichtes Grinsen im Gesicht. Gedankenverloren reibt sich Xoti mit dem Knöchel über das Kinn. Beodul segelt an dem Adra vorbei und hält eine sichere Distanz ein. Hema und Alt Engrim gehen zum Achterdeck. Ihre Augen sind auf das Teotara-Wunder gerichtet, bis es am Horizont verschwindet. Oh, ist ja schön, dass man solche Sachen hier... Da ist noch die bezahnte Straße, da ist auch noch irgendwas. Die will ich mir jetzt auch angucken. So, Entschuldigung. Ja, das Wasser wird an Steuerbord bugt, denn das Schiff ist dunkler und in der nahen Ferne erheben sich verklüftete Spitzen und Spritzer aus den Wellen. Laute Stimmen wehen vom Steuer herüber. Hema deutet in Richtung der durchbrochenen Wasseroberfläche. Wir können unsere Reise um Tage verkürzen, wenn wir hier entlang segeln. Aber Beodul umklammert so entschlossen das Steuerrad, dass man die weißen Knöchel sieht. Ich kümmert es nicht, ob es unser Lager mit rumfüllen würde. Wir segeln nicht durch ein Riff. Beodul bemerkt dich und entspannt sich. Kapitän, hilf mir, Hema zur Vernunft zu bringen. Rumtrottel, in welchem Zustand befindet sich unser Rumpf? Rigere grinst. Er ist in einem guten Zustand, Kapitän. Ich alleine würde das Schiff durch keinen Riff segeln, aber jetzt wäre zumindest eine gute Gelegenheit, es einmal zu versuchen. Was ist dieses Teotara-Wunder? Hema zuckt mit den Schultern. Es soll ein großartiger Anblick sein, ein uraltes Geheimnis. Habe es selbst noch nie gesehen. Alt Engrim nickt. Ein Graubart, der mit mir einst in einer Mannschaft war, behauptet, er hätte es gesehen. Er hat geschworen, es habe ihm 10 Jahre gute Gesundheit und günstige Winde eingebracht. Die anderen Seeleute murmeln aufgeregt. Beodul seufzt. Auch wenn dieses Wunder in der Nähe ist, gibt es keine Garantie, dass wir es sehen, wenn wir durch dieses Riff fahren.
Ja, aber wir sind abenteuerlustig, also bringen uns durch das Riff. Die toten Korallen ragen aus der Oberfläche empor und ragen wie Spinnenbeine nach oben. Der Wind pfeift durch die zerklüftete Struktur hindurch. Unter dem Wasser schwimmen Fischschwärme über die glänzenden Riffe. Nein! Beodul versucht, das Schiff durch das Riff zu führen, aber mit einem Beben, das durch Mark und Bein geht, kratzt das Schiff am Riff entlang. Ein Geräusch von brechendem Holz hallt über das Deck und die Männer verteilen sich, um in den Frachtraum hinabzusteigen und Schäden zu reparieren, bevor die Vorräte verderben. Die vielfältigen Untiefen gehen in blaue Gewässer über. Ein riesiger Krater öffnet sich rings um dich und ist breit genug, um eine ganze Flotte zu verschlingen. Beodul seufzt vor Erleichterung, als Hema den Horizont nach Anzeichen des mythischen Wunders absucht. Die Defiant segelt weiter. Das sind also ganz besondere mythische Wunder, auf die wir da stoßen, wenn wir... Hier ist noch was zum Entdecken! Ich verspreche, danach gehe ich auf jeden Fall nach Niketaka. Wir müssen ja auch irgendwie mal in der Geschichte weiterkommen. Aber ich will erstmal wissen, was hier ist. Man kann mir doch keine Karte vorlegen, auf der Dutzende von Inseln sind mit Abenteuern gespickt. Das ist wieder ein kleiner Drache, oder? Puru, ich tschüss! Nee, zwei Totenköpfe mache ich bei dem Schwierigkeitsgrad mit Sicherheit nicht. Bin irgendwie bekloppt. Mach's gut, wir kommen bei Zeiten wieder. Versprochen. Wir müssen unseren Rumpf ein bisschen reparieren lassen. So, wir wollten eigentlich nach Niketaka. Wir reisen da jetzt auch mal hin. Ich lasse mich jetzt nicht ablenken von irgendwelchen Gegebenheiten, die wir auf der Karte eventuell finden. Und wir reisen ganz gezielt nach Niketaka. Ist ja immer noch einer meiner Träume, dass man irgendwann mal auf so eine Segelfahrt gehen kann. Gut, neue Inseln entdecken wird eine Schwierigkeit, aber zumindest... mal so die Meeresluft um die Nase streichen lassen. Das wäre eine schöne Sache. Das wäre eine... Ein lethargischer, unförmiger Vogel lässt ein feuchtes Zen-Schreiben an Deck fallen. Probiert den Kleintierschnetzler aus. Bitte was? Der Schnetzler ist ein handlicher, von moralischen Bedenken befreiter Apparat, der aus einer authentischen engvitanischen Ausgrabungsstätte stammt und dessen einstige Funktion wiederhergestellt wurden. Lass einfach dein liebstes Haustier auf einer Seite hinein und der Schnetzler erledigt den Rest. Doch das Beste kommt erst noch, denn der Schnetzler hat ein Gedächtnis. Hast du einen weißen Vogel hineingestopft? Das weiß er noch. Ein lila Schweinchen? Als wäre es gestern gewesen. Er erinnert sich sogar an die Stärken und Schwächen deines Tieres. Und seine liebsten Orte für ein Geschäft. Daher kommt dein pelziger Freund auf der anderen Seite des Schnetzlers nicht wieder so heraus, wie er hineingegangen ist. Oh nein, was herauskommt, ist etwas völlig anderes. Etwas Besseres. Jedenfalls manchmal. Und da fängt der Spaß erst richtig an. Kombinationen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Vogel, der denkt, er wäre ein Schwein? Oder mit einer Katze, die denkt, wie eine andere, bessere Katze? Der Schnetzler liefert dir all das und noch viel mehr. Du würdest mir einen Gefallen von wahrhaft epischen Ausmaßen tun, wenn du den kleinen Tierschnetzler einmal ausprobieren würdest. Wenn die Leute sehen, wie du ihn benutzt, werden alle einen haben wollen. Ich habe den Schnetzler an die hinterste Wand im dunklen Schrank in Perikis Aussichtspunkt in Niketaka gestellt. Der Schnetzler steht direkt westlich von dem hölzernen Kerl. Ein Freund und Tierfreund. PS, ich habe den Einschub repariert, sodass keine Orlaner mehr eingesetzt werden können. Dabei habe ich alles auch gleich nochmal gründlich geschrubbt. Gern geschehen. Der Kleintierschnetzler. Ich glaube, damit können wir unsere Begleiter kombinieren. Und da ist Niketaka. Aber dazu müssen wir erstmal hinkommen. Nämlich nach Niketaka. Und die Stadt ist groß. Ich meine, wir hatten, als wir das erste Mal gespielt haben, sind wir da hingekommen. Und danach nicht weiter. Aber Niketaka ist groß. Das weiß ich noch. Sehr, sehr groß.
Niketaka, tiefer Frühling, 2828. Eine schöne Stadt eigentlich. Und da stehen wir. Oh, und werden offensichtlich direkt freundlich begrüßt. Als du den Kai entlangläufst, wird dein Kommen von einem Kader Aumauana in schwerer Rüstung bemerkt. Ihre Anführerin kommt mit einem Trupp mit schnellen Schritten auf dich zu. Die Hafenmeisterin mustert dich mit geschürzten Lippen von oben bis unten. Sie sieht an dir vorbei auf dein Schiff hinter dir. You're far from home, Farmer. How did you make it all this way in your little boat? Die Aumauanerin streckt ihren dicken Nacken vor, um sich den Rumpf deines Bootes anzusehen. Ihr Gesichtsausdruck ist halb ungläubig, halb mitleidig. Why do we gotta be farmers, just because we're from Deerwood? Are you a farmer? Yeah, but you can't just assume. We got rabble-rousers too. Als sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf dich richtet, wird die Aumauanerin formeller. I'm the harbor master, Kauha. I must ask your reason for docking in Niketaka. Willst du die Wahrheit wissen, oder? Mit feinstem Heu aus dem Dürrewald, Ballen davon, so viele Ballen. Nein, ich glaube nicht. Seien wir ehrlich, Berat hat mich damit beauftragt, Eotas zu finden. Er läuft auf der Suche nach leuchtendem Adra durch das Todesfeuer. Die Hafenmeisterin und ihre Begleiter sehen sich halb schockiert und halb amüsiert an. Is that so? Well, Andra told me to protect the harbor and Wodica herself signed the order. They would have had Galloway do it, but he was sick this morning. Ich habe nicht erwartet, dass jemand Verständnis dafür hat, dass die Götter mich ständig aus meinem Leben reißen, um mir irgendwelche Aufgaben zu erteilen oder mit mir zu reden. Die Wachen brüllen vor Lachen und klopfen der Hafenmeisterin für, was meine Güte, für ihren gelungenen Witz auf die Schulter. Draußen war gerade Geschepper. Ich hoffe, man hat das jetzt nicht im Spiel gehört. Du fühlst ein unangenehmes Brodeln tief in deinem Inneren. Du bist dir nicht sicher, ob diese Empfindung körperlich oder geistig ist, aber sie führt unmittelbar zur Übelkeit und in deinen Ohren hörst du das Blutrauschen. Nein! Durch den Lärm hörst du die Stimmen einer dir bekannten Frau. Sie spricht langsam und jedes Wort ist begleitet von einem Ton wie das Läuten einer kleinen Glocke. Show them. Oh. Show them what you are. Auf die Falte am Rand des Zwischenreichs konzentrieren. Du schließt deine Augen und wendest deinen Geist ins Innere. Du schließt die Geräusche des Hafens und der bedrohlichen Gruppe Wachen aus. Schon bald hörst du nur mehr das Rauschen des Blutes in deinem Kopf und das gedämpfte Läuten einer weit entfernten Glocke. Yes. Yes. That's it. What's the matter with you? What are you doing? If you're trying to scare us with some cipher mischief, save the purple flames for the tribes of the Outer Islands. Das Getöse in deinem Kopf beginnt abzuklingen. Das Läuten der Glocke wird klarer und rhythmischer. Zwei aufeinanderfolgende Schläge, gefolgt von einer kurzen Pause. Du bemerkst, dass das Läuten im Einklang mit deinem Herzschlag ertönt. Du öffnest deine Augen. Die Hafenmeisterin gestikuliert wild, vermutlich um deine Aufmerksamkeit zu erregen. Sie schreit dir ins Gesicht, aber du hörst keine Worte. Nur das Läuten der Glocke, während sich dein Herzschlag verlangsamt und verlangsamt. Und verlangsamt. Und verlangsamt. Now. Jetzt. What? What is this? Run for it! I think I got a ghost up my nose there. That's better. Wollt ihr euch wirklich mit mir anlegen? Wollt ihr wirklich in Frage stellen, dass ich im Auftrag eines Gottes unterwegs bin? Ja. Ich denke mal, wir haben Eindruck geschunden bei unserem kleinen
auftritt und bei unserer Ankunft hier in Neketaka. Es kann von jetzt an nur besser werden, habe ich das Gefühl. Hier oben ist übrigens die Schiffswerft, das weiß ich noch. Da können wir neue Schiffe kaufen. Warum gucke ich eigentlich jetzt in die Kamera? Macht überhaupt keinen Sinn. Weiß nicht. So, da können wir neue Schiffe kaufen und da können wir unser Schiff auch aufrüsten. Neketaka ist eine große Stadt, eine sehr große Stadt. Ankerplatz der Königin ist nur ein Teil. Es gibt, glaube ich, 5 oder 6. Kann man das hier irgendwo sehen? Da, Neketaka. Das ist der Ankerplatz der Königin. Dann gibt es noch hier den Aussichtspunkt, den Schlund, die Messingzitadelle, die Heilige Treppe und die Schlangenkrone. Also Neketaka, da werden wir sehr viel zu tun haben. 124.000 Einwohner. Und die meisten sind Aumaua. Das ist ja nachvollziehbar. Also wir werden hier unfassbar viel zu tun und zu erleben und zu sehen haben. Aber das in der nächsten Folge. Ich habe mich nämlich schon wieder ein bisschen in der Zeit vertan. Es tut mir leid, das passiert mir bei dem Spiel mit Sicherheit noch häufiger. Also wenn ich zwischenzeitlich meine Folge nicht beende und begrüße, liegt das daran, dass ich mich mal wieder im Spiel verloren habe. Es tut mir dann sehr leid. Ist nicht böse gemeint. Ich versuche dran zu denken. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.